Und herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und das Ganze wieder mit unserem Sith-Krieger. Und ja, wir sind schon mal nach Hoth gereist und jetzt benutzen wir mal unser Holo-Terminal, um zu erfahren, worum es jetzt genau geht. Mein Lord, ich habe an der Raumstation über Hoth angedockt. Sehr gut. Nun, da Admiral Monk und der Kriegsbund besiegt sind, bleibt nur noch Jedi-Ritter Surrender übrig. Surrender hat sich wie kein anderer der Republik verschrieben und hat unserem Feind zu vielen gerissenen Siegen verholfen. Er ist nicht nur ein Symbol der Inspiration für die Republik, sondern auch schon sehr lange ein Dorn in meinem Auge. Ich werde ihn im Schnee begraben. Geheimdienstberichten zufolge hat er seine eigenen Elite-Sonderkommandos mitgebracht, um eine geheime Superwaffe zu suchen. Ich kann keine Informationen zu dieser Waffe finden und weiß nur, dass sie sich im Wrack eines abgestürzten Raumschiffs aus dem Krieg befinden soll. Wenn ich Surrender erst aufgehalten habe, ist das Ziel seiner Suche ohne Bedeutung. Surrender würde niemals Zeit auf eine unbedeutende Mission verschwenden. Sein Tod ist das Primärziel. Aber ich will auch wissen, wonach er sucht. Dein Kontakt auf der Oberfläche ist Commander Lanklin. Er hat Surrender verfolgt und sollte bereit sein, sich mit dir am imperialen Stützpunkt zu treffen. Der Commander schießt manchmal über das Ziel hinaus. Aber ich habe ihn gewarnt, dass bei dieser Mission nur Perfektion geduldet wird. Surrender ist dein letztes Ziel. Melde dich, wenn du weißt, welche Superwaffe er sucht. Enttäusche mich nicht, Schüler. Hoth, früher habe ich mich um einen Einsatz hier gedrückt. Mir gefriert schon alles, wenn ich nur im Orbit über diesem eisigen Planeten bin. Ja, ihr solltet mich besser auf dem Schiff lassen. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung zugezogen. Vergesst diese Feiglinge, mein Sith Lord. Ein bisschen Schnee kann mich nicht aufhalten. Ich bin bereit. Der Soldat spricht mir aus der Seele. Ich möchte so viele Erfahrungen wie möglich mitnehmen. Ja, wir suchen Meister Surrender. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann unten auf Hoth. Die meisten sind da ja schon fertig. So. Hier haben wir schon mal ein Wissensobjekt. Finden wir den Onkel denn? Da. Was haben wir hier für einen Händler? Sozialobjekt, okay. Ich suche Commander Lanklin. Meinst du, Flord? Ich bin Fenrich Slint, Commander Lanklins stellvertretender Kommandant. Ihr seid früher eingetroffen als erwartet. Der Commander ist im Einsatz. Und sucht den Jedi Surrender. Leider hat er sich noch nicht zurückgemeldet. Sein Spürsignal hat sich eine Weile nicht mehr bewegt. Hat er irgendwelche Informationen für mich übermittelt? Nein, mein Sith Lord. Die Übertragungen auf Hoth sind lückenhaft und nur schwer zu sichern. Dieser Planet ist voller Gefahren. Es gibt hier eine massive republikanische Präsenz und alle möglichen Arten von machthungrigen Fremdlingspiraten. Unsere Truppen sind weit verstreut. Es würde mehrere Tage dauern, ein Rettungsteam für Commander Lanklin aufzustellen. Ich kann mir keine Verzögerung leisten. Lanklin und ihr strapaziert meine Geduld. Das tut mir leid. Ich glaube, der Commander hat das Ziel erfolgreich verfolgt. Ich weiß auch nicht, was schiefgelaufen ist. Hier ist der Ort, der vom Spürsignal angegeben wird. Er befindet sich in feindlichem Gebiet. Es gibt ein Gerücht, dass sich in diesem Sektor eine stark verteidigte Piratenfestung befindet. Es wird nicht einfach sein, da reinzukommen. Je schwieriger, desto besser. Ich hoffe, ihr habt Erfolg, mein Sith Lord. Die Piraten hassen das Imperium. Wenn Commander Lanklin in ihre Hände gefallen ist, ich wage gar nicht daran zu denken, was passiert sein könnte. So, gut. Dann müssen wir den kaputten Vogel wohl suchen. Ich hoffe mal nicht, dass er so blöd war und sich vom Piraten
fangen lassen hat. So. Bringen wir ihn da oben. Was läufst du denn um mich rum? Bist du bescheuert, ey? Boah, die riesen Hupen, ey. Ich wette, Blutspritzer frieren hier ein, bevor sie auf dem Eis auftreffen. Ja, genau. Ich freue mich schon, das selbst herauszufinden. Okay. Zeige alle autorisierten Ziele an. Auf geht's. Das schon da? Gibt ja gar nicht. Wie schnell ging das denn? In die Richtung müssen wir. Oh, Moment. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Zack. Leben Sie wohl. So. Ein Gefährt. Sollten wir schon auf dem richtigen Weg sein. So, da ist so was. Genug herumgehangen. Und tot. Zack, zack. So, ab rein da. Ab ins Warme. Genug herumgehangen. Na los. Gibt's doch gar nicht, dass hier, wenn wir so viel aushalten. So. Mann, so weit weg. Jetzt aber. Ich kann mich daran erinnern, dass sie damals so viel hier ausgehalten haben, oder war ich vom Level höher? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Es kommt mir schon ein wenig komisch vor. 14 von 20. Wir werden ja wohl hier noch ein paar finden, oder? Von 20. Oh ja. Da so schnell auf jeden stirbt Fall man welche. Nicht.
Oh shit. Ich gehe definitiv hops. Oh fuck. Boah. Ey, das war scheiße knapp. Ich hab echt gedacht, wir gehen hops. Der Anführer des weißen Schlutz. Regenerieren. So. Jetzt hauen wir mal um. Na los. Oh. Stirb! Stirb! Geht doch. Was soll das denn hier? Jetzt aber. Da haben wir ihn doch. Seid ihr das, mein Sith Lord? Ich habe draußen Kampflärm gehört und hatte schon Hoffnung. Erhebt euch, Commander. Ihr seid frei. Entschuldigt all die Mühe, aber meine Gefangennahme lässt uns den Feind besser verstehen. Jedi Zerenda ist ein gerissener Gegner. Ich dachte, ich würde ihn und seine Leute verfolgen, aber sie führten mich direkt in einen Piratenhinterhalt. Anscheinend hat er dafür gesorgt, dass die besten Talskommandos der Republik mich von seiner Spur abbringen. Die Tals sind unübertroffene Pferdenleser und sehr listig. Ihr wisst also nichts über Zerandas Mission oder sein Ziel? Ja, so kann man es wohl auch sagen. Eins kann ich euch jedoch sagen. Wenn Zerenda das Kommando über die Tals erhalten hat, muss die Waffe, die er sucht, äußerst wichtig sein. Ich weiß, wo das Hauptquartier der Tals ist. Vielleicht könnt ihr einen von ihnen zwingen, Zerandas Ziel zu verraten. Und wenn ich jeden Tals auf diesem Planeten töten muss, ich werde bekommen, was ich brauche. Ich wünschte, ich könnte mehr für euch tun. Ich hoffe, diese Spur macht meinen Fehler wieder gut. Ich treffe euch am Außenposten im nächsten Sektor. Dann können wir Lord Barras Bericht erstatten. Okidoki. Normales oder was? Jo. Ne. Jo, Stufe 40. Geht da doch recht fix. Wir porten uns mal kurz zur Dornbasis. Oder? Na, wir gehen zum Frontbunker. Anscheinend müssen wir dahin. Aber pass mal auf. Von da aus fahren wir jetzt mit dem Gleiter nach zur Dornbasis. Aber abwarten. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Reiseroute bestätigt. Nee, wir fahren woanders hin. Ja, ist ja gut. Dann war doch alles richtig. Aber Hoth ist schon echt ein cooler Planet, oder? Also ich finde, es ist einer der beeindruckendsten Planeten. Also mit diesen ganzen unterirdischen
Basen und sowas alles. Finde ich voll geil, also. Ich mag das hier. Ich finde es immer sehr, sehr geil hier. Oh, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Einen weiten Weg. Zeige alle autorisierten Ziele an. Aber den Weg, den machen wir in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.